Mit Hilfe des Raspberry Pi Projekts kann man Studenten im ersten und zweiten Semester schon praxisbezogene Inhalte ihres Studiums zeigen. So werden auch die Grundlagen, zum Beispiel Elektrotechnikgrundlagen und Programmiergrundlagen, nochmal gestärkt. In unserem Raspberry Pi Projekt wollten wir so gesehen eine intelligente Fahrradsicherung umsetzen. Aufgrund der hohen Fahrraddiebstahlrate dachten wir, es wäre sinnvoll, irgendwas in die Richtung zu entwickeln, womit, sobald unser Fahrrad geklaut wird, ein Alarm ausgelöst wird und der Anwender benachrichtigt wird, dass das Fahrrad weg ist. Natürlich muss man sich im Vorfeld gut überlegen, wie man seine Projektidee jetzt eigentlich umsetzt. Wir haben uns jetzt dann früher entschieden, dass wir das so ähnlich wie ein Tacho umsetzen, dass ein Relay-Schalter und ein Magnet aneinander vorbeilaufen und dann über das Programm, das geschrieben wird, ein Alarm ausgelöst wird, der dann über einen Lautsprecher ausgegeben wird. Diesen Alarm wiederum entsperrt man dann mit einem Numpad, das auch so programmiert wird, dass man eben mal einen Code eingibt, der Alarm ausgeht und der Pi wieder entsperrt wird. Wir haben zuerst einen Zeitplan erstellt, den wir leider nicht eingehalten haben. Und danach haben wir eine Bestellung rausgeschickt von allen Teilen, die wir erstmal dachten, die wir in unserem Projekt brauchen. Danach haben wir dann mit der Programmierung angefangen. Dabei ist dann auch einfach die Schaltung entstanden. Also das ganze Elektrotechnische ist bei der Programmierung entstanden, je nachdem, was wir dann gemerkt haben, was wir noch brauchen. Als wir dann mit der Programmierung fertig waren, haben wir eine Hülle erstellt und dann haben wir das Ganze am Fahrrad angebracht und so ist es abgelaufen. Mit einer der größten Herausforderungen war es, den Raspberry Pi und das ganze System außenrum auf die minimalste Größe zu reduzieren, die überhaupt möglich war. Wir wollten das System ja an jedem Fahrrad anbringen können. Deswegen musste es klein sein, es musste universell sein. Diese Probleme mussten natürlich alle gelöst werden, was wir im Endeffekt dann auch durch viel Herumprobieren geschafft haben. Eine weitere große Herausforderung für uns war die Programmierung. Wir hatten im ersten Semester nur Java gelernt und mussten uns dann auf Python umstellen. Das ging eigentlich relativ schnell, jedoch kam das auch mit kleinen Problemen, wo man dann etwas programmiert hat und sich erstmal gewundert hat, wieso funktioniert das jetzt nicht, das müsste eigentlich gehen. Und auch der Raspberry Pi selber ist bei unserem Projekt ein Problem gewesen, weil die Pins ihren Zustand ändern können, also von Low auf High. Das bedeutet, dass, wenn kein Strom fließt, manchmal ein Alarm ausgegeben wurde. Und das mussten wir auch erstmal lösen, das Problem. Wenn man das Raspberry Pi Projekt gemacht hat, hat man auf jeden Fall auch in den nächsten Semestern einen Vorteil, da das Programmieren nochmal im dritten Semester und im vierten Semester auch in Python auftritt. Abgesehen von den programmiertechnischen Fähigkeiten und auch den elektrotechnischen Fähigkeiten, die wir daraus gezogen haben, war natürlich auch das Teamwork ein markanter Punkt. Wir haben gemerkt, dass die Zeitaufteilung bei uns nicht so funktioniert hat, aber dafür hat das Arbeiten im Team funktioniert. Jeder hatte seine Aufgabe und am Schluss hat alles funktioniert und das war das Beste, was passieren konnte. Auch weiterhin möchte ich mit diesem Team weiterarbeiten und auch noch weiter programmieren.